Eure Befehle? Gut, noch 9 Minuten. Gut! Sagen wir mal so, auch wenn ich es jetzt verschreie, ich mache lieber mal einen Quicksave. Solange sie uns keine Schreckensmagier entgegenwerfen, sollten wir mit allem klarkommen, was da beikommt. Auch wenn ich gerne irgendwas Stärkeres hätte. Ich höre auf jeden Fall wieder was runterkriechen. Mit schweren Tier, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Ja. Okay. Das haben wir gut hingekriegt. Ja. Ja. Okay, auf die Dämonen können wir... Schreckensmagier. Mit Schwert und Ross. Zum Angriff! Vorwärts! Oh. Gehen wir, mein Teurer! Ja. Die Dämonen können wir nicht heilen, aber zum Glück regenerieren sie sich. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, sie regenerieren sich. Aber ja, es wäre mir lieb gewesen, wenn die Balliste zum Beispiel überlebt hätte. Ich weiß, bei meinem ersten Playthrough hat sie überlebt, was gar nicht schlecht war. Und ich. Oh je. Da kommt die nächste Welle den Berg runter. Getrampelt. Eieiei. Das sind 4 Trupps. Bereit. Gehen wir, ja. Mein Teurer. Bereit. Ja. Nur kein Aufsehen erregen. Nur Vögel sind schneller. Okay. Ja. Von hier drüben kommt auch wieder was angelatscht. Klingt aber nur nach
kleinen Skeletten wieder. Naja, sind doch nur kleine Skelette. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Vorwärts. Noch höre ich von hier oben nichts. Okay. Das heißt, wir haben Zeit, wieder uns zu regenerieren. Mana zu sammeln. Ich könnte mein Mana jetzt weiter erhöhen, aber wie gesagt, ich will erstmal meine Führerschaft erhöhen. Noch ist es leise. Oh. So, wir dienen dem Kaiserreich. Vorwärts! Nehmt keine Gefangenen! Ja, Auftrag, verteidige die Schmiede, ist klar. Oh, er hängt fest. Das wiederum ist praktisch. Vorwärts! Okay, ich höre die nächste Welle an schwarzen Kriegern. Oh, schwarze Krieger und Lykanthropen diesmal. Sollte allerdings auch kein Abbruch sein. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Ja, nur Vögel sind schneller. Zum Angriff! Was? Nur Vögel sind schneller. So, entweder war das die letzte oder vorletzte Welle. Seid bloß ruhig. Vorwärts, vorwärts. Ah ja, sieht so aus, als war das die letzte Welle. Gott sei Dank. Ja. Auftrag erfüllt. Restauriert das Artefakt und verteidigt die Schmiede. Ey, Mission erfolgreich. Der Zauberstab der Herrschaft. Das Artefakt, das in der Zwergenschmiede repariert wurde, strömte Macht aus. Endlich besaßen die Menschen eine Waffe,
mit deren Hilfe sie den dunklen Lord zerschmettern konnten. Die Stunde für den Beginn des Angriffs war gekommen. Ja, Teil 3 Erlöse. Wir haben den letzten Abschnitt erreicht. Kapitel 1 Interne Konflikte. Der Zauberstab der Herrschaft ist in euren Händen. Die Zeit für einen entscheidenden Schlag gegen den schwarzen Hexer ist gekommen. Der Rat der Gilde glaubt jedoch, dass ein Sturm auf die Festung des schwarzen Herrn zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Dummheit wäre und die Verteidigung der Azurenfestung die Pflicht sämtlicher Bürger von Denmore sei. Endlich haben wir den Zauberstab der Herrschaft in unseren Händen. Die Zeit ist gekommen, den Ansturm der Legionen Untoter zu stoppen und einen Schlag gegen den Unterschlupf des schwarzen Hexers zu führen. Seht, scheinbar hat uns die Gilde ein Empfangskomitee geschickt. Ich komme auf Anweisung des Kaisers und dem Rat der Gilde aus der Hauptstadt. Riesige Horden Untoter. Heraufbeschworen vom schwarzen Hexer marschieren auf die Hauptstadt zu. Wir haben Befehl, alle Magier, Krieger und waffenfähigen Männer für den Kampf zu versammeln. Als erfahrener Magier, der außerdem im Besitz des Zauberstabs der Herrschaft ist, werdet ihr den Feind vor unseren Toren gebührend in Empfang nehmen können. Aber wir müssen das Artefakt verwenden, um den schwarzen Hexer zu zerstören, der die Untoten von seinem Turm aus steuert, um so die angreifende Armee auf einen Streich auszuschalten. Unsere Hauptaufgabe ist die Verteidigung der Stadt. Außerdem wurden die Wände der Festung des schwarzen Hexers aus den Eisenklippen herausgeschnitten. Um die Festung einzunehmen, brauchen wir Monate für eine Belagerung und eine riesige Armee. Es ist unmöglich, den Sieg zu erringen, wenn wir uns hinter den Mauern der Azurfestung einschließen. Früher oder später wird die Festung fallen und alle unsere Verluste werden die feindliche Armee verstärken. Es ist Zeit, den schwarzen Hexer anzugreifen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen den Kristall um jeden Preis verteidigen. Seine Zerstörung wird die Welt ins Chaos stürzen. Es gibt einen Weg in die Festung des schwarzen Hexers, und ich werde ihn finden. Ihr geht gegen den Willen der Gilde. Oh, in Ordnung, ich werde nicht mit euch streiten. Unser Streit kommt dem schwarzen Hexer nur recht. Brechen wir auf. Alles zur Verteidigung der Stadt. Verdammt, diese 9-mal klugen Graubärte werden niemals verstehen, dass Stärke nicht immer nur durch Stärke besiegt werden kann. Aber mir bleibt keine Zeit, sie zu überzeugen. Ja, da kascht er einfach mal unsere Armee ein. Und wir haben gar nichts. Warum seid ihr zurückgeblieben? Ich hatte die Ehre, unter eurem Befehl zu dienen, Herr. Meine Männer und ich haben Vertrauen in euch und werden versuchen, euch zu helfen. Olana, hervorragend. Machen wir uns auf die Suche nach den Goblins. Ihr Dorf müsste irgendwo in den Bergen sein. Ja, Sir. Schon erledigt. Schon erledigt. Das heißt, wir sammeln erstmal die Artefakte, die wir in der letzten Mission gefunden haben, ein. So. Wird erledigt. Und sind irgendwo im Nirgendwo. Das da wird wohl die Goblinstadt sein. Das hier oben ist, glaube ich, sogar schon. Nee, das ist einfach nur Lava. Ein Vulkan. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Also ja, die Goblinstadt ist hier. Da oben sind überall, also überall sind wieder Orte, wo wir dann Erfahrungspunkte und auf zum Sieg. Hauptsächlich Erfahrungspunkte sammeln können. Wird erledigt. Wird erledigt.
Wird erledigt. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Okay, erstmal müssen wir die Goblinstadt vergrößern.